Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir starten heute mit einer neuen Aufnahmesession. Wir werden als erstes mal die PGH hier in Gang bringen. Das heißt, wir werden erstmal sehen, dass wir hier das ganze System so verschieben, dass es dann passt. Wenn wir hier ein bisschen in die Richtung gehen, Mitte mehr oder weniger. So. So gut. Und dann mal schauen, den hier gleich nehmen. Werden wir erstmal die anderen ein bisschen wegfahren oder wegschieben, wenn man das sehen möchte. Weil vor allem den Sinne macht es ja nicht, ne? So, da dann vorne geschoben. Dann werden wir den einmal oder starten, ne? Muss ich kurz einschätzen, dass er hinkommt. Müsste so funktionieren. Oh, die andere Richtung. Wollen wir Lenkrad fahren? Ja, Lenkrad ist gut. Fällt mir gerade ein, dass ich kurz mal aktivieren müsste. So, okay. Eine Kurbel, hör auf! So. Das scheint zu funktionieren. Müsste nur noch reingehen, Träger, ne? Was tut er? Ey, bleib du zurück. Nachschub. Ein bisschen. Ah, das passt schon so. Das hat nicht funktioniert, ne? Ja, gut. Ups. Haben wir. So, das passt. So, das läuft schon mal. Eigentlich sind die Arbeiten auf dem Feld fertig. Das heißt, die werden jetzt die Maschinen abgeben und dann sehen wir weiter. Ja, hier schon ein bisschen was. Leider ist der Rand hier nicht gut. Wir haben ein bisschen Verluste haben, aber gut. Vielleicht lassen wir auch so stehen. Und beim nächsten Mal müssen wir das nicht mehr auffüllen. Ne? Also ist ja eine Wand was drin. Also ist ja im Prinzip dort reingefallen und durch das durch den Verteiler noch ein bisschen schlimmer geworden. So, gehen wir kurz rüber zum Acker. Und wenn wir schauen, die letzten Maschinen abgeben, dann müssten wir erstmal schauen, ob wir wirklich viele Fahrzeuge haben und ob das noch voll ist, ne? Kartoffeln, ne? Die Erde wurde ja gerade so fertig und dann war Schluss. So. Hat mir festgelaufen. Ja, die Maschinen stehen noch. Und zwei. Muss ich immer kurz gucken, ob die leer sind. Also ist ja fertig. Man könnte eigentlich normalerweise flügen. Rein theoretisch wäre das sinnvoll, machbar. Aber ich denke mal, wir werden das im Frühjahr machen, ne? Dann braucht die Brauerei Wasser. Das Ding ist leer. Dann wird der andere auch leer sein. Brauerei braucht Wasser, Getreide und all sowas, das werden wir noch ein bisschen drum kümmern. Damit wir
wenn wir nachts auf 30, 60 gehen, entsprechend. So. Der war auch leer. Dann können wir aussteigen. Das haben wir schon mal gehabt. Maschinen zurückgegeben und dann war plötzlich Absturz. So. Achso, den haben wir auch. Den wir die beiden mal zurückgeben. Und dann muss ich mal gucken, ob der Herr gut für unseren Stall ist. Lenker lasse ich immer so. Wenn wir Tastatur fahren, geht ja auch mal, ne? Aber ich mache es in der nächsten, vor der nächsten Folge. Ich genau weiß, wie lange es dauert. Dann bringen wir mal auf 0 mal. Sonst geht er immer nach links oder nach rechts, je nachdem, wie er steht. Ich werde auch versuchen, mit einem kleinen Traktor und einem kleinen Wasseranhänger die Brauerei im Großbleu ständig zu versorgen. Was ja nur für die Brauerei drin ist. Wenn wir jetzt theoretisch noch einen anderen andere Fabrik hätten, die Wasser braucht, können wir auch wieder so machen. Also im Prinzip, dass da einer nur fährt und mit dem Wasser versorgt. Nicht so viel fahren muss. Wollte ich machen, einmal unsere Produktion zum Laufen bringen. Das heißt, Gülle muss rein oder beziehungsweise Gärreste und dann muss noch Dings gemacht werden. Boah, ey. Der Hänger-Traktor muss ja weg. Das kostet ja alles Geld, ne? So. Irgendwann wurde eigentlich von der Größe her, der Traktor passt da nicht rein, glaube ich nicht, dass der da reinpasst. Na, das gehen wir ab. Das nützt ja all nichts, ne? Hänger, naja, werden wir später kaufen. Oh, dann wollen wir aufsteigen. Wie gesagt, ich hatte einmal deswegen einen Abschluss gehabt. Ob es daran gelegen hat oder einen anderen Grund hatte, ich weiß es nicht. Aber wir geben auch immer sicher. Mein Traktor ist gut gefahren, ne? Mal zusagen. Gut, und weg ist er. So. Dann. Werden wir hier mal Richtung unser Lager ja fahren, kann man sagen, ne? Dass wir hier ein bisschen Weizen, ein bisschen Gerste aufnehmen. Aber wir werden mal sehen, dass wir uns um das Wasser kümmern für die Brauerei und da hinten nicht, hier vorne. Da sind wir. Also hier muss ich noch mit Kurspaper probieren. Dann den können wir gleich mal anfahren und dann auffüllen. Also. Auf, ne? Und also läuft. Ist ja logisch. Wasser muss ich wohl rein. Los. Ah. Oh.
Muss ich aufpassen, dann. Den muss ich wieder aktivieren hier. Den Monitor. So, wo haben wir jetzt? Achso. Gut. Muss kurz gucken, was ich machen wollte. Tiere versorgen, ne? Oder? Halt es. Halt dran an die Tiere. Ja, kann man. Halt. Hier war wir hin. Unser guter Mann erstmal Mist. Der LKW ist da. Denn ich muss ein bisschen fassen, also ein bisschen konzentrieren auf unser LKW hin. Da. Weil ich mal was mit einem anderen machen muss und dann geht dann auch vorwärts. Der geht mal. So. So, da haben wir einen anderen Güllewagen. Von der BGH. Jetzt, wo ich weiß, wie funktioniert, können wir es ja mal probieren, ne? Da haben wir den großen Gerät erst zu kriegen. Hoffentlich drauf fahren. Oh. Auch hier werden wir bald die ersten Kühe kriegen, beziehungsweise Kälber. Und ich schau mal, wenn wir männliche Tiere kriegen, die kommen in den hinteren Stall rein. Ne? Also die weiblichen können ja noch bleiben. Die bleiben vorne. Ups. Sobald wir im Winter sind, stelle ich um auf 3 Tage mindestens. Aus einem einfachen Grund, weil die Zeit ein bisschen schneller verrinnt, ne? Allgemein. Der Deckel ist auf. Normalerweise müsste ich jetzt die Reste aufnehmen. Das war die Bonne. Ja, nix. Ja, mit dem Rätsel, also. Da können wir es gleich in Grün, ne? Aber ist ja verrückt, ne? Wenn man auf anderen Punkt ist, ne? Aber eigentlich nicht. Jo, das ist richtig schön.
Komisch. Gut, das machen wir gleich in der nächsten Folge. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, für die erste Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Ich werde mal gleich um den Lenkrad kümmern und da werden wir gleich noch nachher holen. Ne? Dann sag mal hier mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ja, und wenn es euch gefallen hat, vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.